ich habe ganz gut trainiert da in Grafenegg und ich bin eigentlich guter Dinge, dass ich da jetzt einen guten Wettbewerb hoffentlich hinlegen werde. Ja, also es hat in der Nacht 40 mm geregnet. War ein bisschen zu viel, darf ich sagen. Es ist jetzt für alle Pflüger wirklich ein sehr schwieriges Pflügen. Und der technische Unterschied ist eigentlich da, dabei, die Stoppelfurchen müssen schön rund und krümelig sein, damit sie eben gut bearbeitet werden können. Und beim Graslandpflügen, das ist eher eine Winterfurche, da müssen die Furchen kompakt, schön, exakt liegen. Das Wagen, keiner wird es wagen, unseren Bernhard Altmann zu schlagen. Keiner wird es wagen, keiner wird es wagen, unseren Bernhard Altmann zu schlagen. Jo, so Sommer, oh, es verdrammer, ist das Flügen noch so schön. Jo, so Sommer, oh, es verdrammer, ist das Flügen schön. Ja, ich bin jetzt 8 Punkte bin in Vorsprung auf dem Zweitplatzierten und ich muss jetzt versuchen, dass ich den Vorsprung irgendwie drüber retten kann. Das ist die Aufgabe vom heutigen Tag. Was ist denn? Es war ein riesig schwieriges Feld. So, draußen war es ziemlich hart und herin war es total weich. Mhm. Und ja, da ist mir der Pflug versunken total. Draußen da nicht anbissen war nicht einfach. Und wie war das technische Gebrechen? Mit Zeitdruck bin ich auch ein bisschen gekommen. Mhm. Ja. Der technische Gebrechen, was ist da genau passiert und hat dich das aus der Fassung gebracht? Nein, da hat es mir beim Stützrad nur eine kleine Halterung verbogen und. Es war vielleicht so angegangen, aber ich habe halt gesagt, ich repariere es schnell. Mhm. Und ja, es war glaube ich nicht schlecht, ich habe mich ein bisschen da fangen können wieder. National Hymn of Northern Ireland to be played.